Hallo Leute, recht herzlich willkommen auf meinem Kanal Lars Reiter. Wir sind in Folge 241 von Avorion. Ja, wir lassen unser Schiff hier gerade abbauen. Der ist wunderbar am Arbeiten hier, wie man sieht. Die kleinen Dinger, die können aber nichts abbauen, dieser Jäger, weil die wahrscheinlich nicht die bessere Qualität haben. Das Ogonit kann die da nicht abbauen. Aber das Hauptschiff geht, also passt erstmal alles, würde ich sagen. Ich würde aber denken, dass wir jetzt mal schauen, dass wir diese Kanone bauen. Der Thomas Stehler hat das auch geschrieben, dass das Rezept hier irgendwie unter Missionen ist. Hier Kanone, Servos, brauchen wir 85, Sprengkopf 31, Hochdruckröhre 16, Sprengladung 16, Stahl 40, Kabel 25. Da müssen wir uns darum kümmern, dass wir da die Materialien mal zusammenkriegen, um diese Kanone zu bauen. Und Rohstoffe baut er hier ab. Wir gucken, dass wir ein anderes Schiff haben, wo wir das damit einsammeln können. Dann würde ich sagen, lass es erstmal das Intro spielen. Bis gleich. So, gut, jetzt bin ich am Überlegen, aber ich glaube, dieses Schiff hier hinten, das ist ja die Albatros und ich denke mal, die lassen wir, die verfolgt ja dieses Schiff, die lassen wir mal auch dabei, eskortiert das und wir gucken mal, ob wir irgendwo noch ein anderes Schiff haben, weil ich glaube, wir brauchen auch gar nicht die ganzen Sachen hier im Kern suchen, sondern die können wir wahrscheinlich auch davor suchen. Traveler und Albatros sind da, okay, dann müssen wir mal schauen, hier mal die Spritquelle und da ist noch ein Miner. Der Miner sucht, aber wir hatten ja noch ein zweites Schiff hier, dieses hier, das müsste es doch sein, oder? Der Discover, der könnte ja mal in Auftrag gegeben werden. Ich habe auch schon zwischendurch ein bisschen laufen lassen, damit die Rohstoffe schon mal gesammelt werden. Nur den müssen wir jetzt mal hier gerade reinspringen. Da müssen wir uns das überhaupt mal angucken, ne? In Discover wechseln. Irgendwo war auch ein Kapitän, der auf Level 2 aufgestiegen ist. Vielleicht war das sogar der, der hier dran ist. Das müssen wir mal gerade gucken, ne? Azaf Händler, könnte sein, dass der auf Level 2 gestiegen ist. Nee, der ist noch Händler 1, dann muss es ein anderer gewesen sein. Egal, das ist nicht schlimm. Wir machen hier aber auf jeden Fall weiter. Hier ist es überbelastet, das passt schon. Jetzt müssten wir nur mal gucken. Ja, was haben wir erstmal hier in dem Sektor zum Besuchen? Nix, ein Schiff, Asteroiden und das war's. Raumjäger vergeht Handelsposten. Ich glaube, das ist hier schon mal eine gute Location, wo wir hinspringen können, damit wir vielleicht schauen, dass wir Sachen kriegen. Oh, da oben ist jetzt ein Ding ins Aufgang, ein Briefumschlag. Ah, automatisierte Begrüßung. Wir kommen ins Territorium. Okay, das kommt wohl immer wieder. Das ist wahrscheinlich auch noch ein Bug. Wie so viele Bugs, die hier momentan wohl schon drin sind. Irgendwas passt da nicht so ganz, denke ich. So, kleines Schiff haben wir wie immer, ne? Thomas, ist so. Aber wir gucken erstmal, dass wir jetzt die Klamotten vielleicht zusammen gekauft kriegen. Da müssen wir hier mal in diesem Sektor schauen, was wir hier so alles haben. Waffenfabrik. Dann lass uns doch mal in die Waffenfabrik. Aber nee, da dürfte ja nichts drin sein, oder? Güter handeln. Wein haben die. Waffenfabrik? Ach, Weinfabrik, nicht Waffenfabrik. Alles klar. Raumjägerfabrik, da sollte man drüber nachdenken. Schäferei, Handelsposten. Handelsposten ist schon mal gut. Energie. Ja, gucken wir mal in den Handelsposten rein, was der da. Lizenz für besondere Güter handeln. Bildschirme, Früchte, Fusionskern, Flüssigkeit, Luxus, Plastik, Raketen, Reis, Silber, Stahl, Wasserstoff. Stahl könnte gewesen sein, oder? Kann ich von hier aus in die Missionsgeschichte? Wahrscheinlich nicht. Stahl brauchen wir 40. Das ist ja schon mal gut. Das bedeutet, wir fliegen, müssen da ja andocken, sonst klappt das sowieso nicht. An den Handelsposten. Machen wir doch mal. Mein alter Kollege hat mal ein Zutan-Artefakt gefunden und zur Bruderschaft gebracht. Hab seitdem nie wieder was von ihm gehört. Ja. Selber schuld, wenn er das macht, ne? So, jetzt müssen wir hier, glaube ich, andocken, um diese Stahl zu bekommen. Kriegen wir einen Dockingport? Da, ja. So. Sind wir schon dran vorbeigesegelt? Ich
Komm, ich nehme den da hin, weil hier das andere Schiff hochkommt. Da habe ich jetzt keine Lust zu. So, jetzt zeigt er auch Traktorstrahl an, gedockt. Aber er bremst nicht. Okay, passt. So, vielleicht sollten wir, hätten wir Güter handeln. Stahl. Ich glaube 40. Ich kaufe die dreifache Menge. Kaufen wir mal 3. War das das? Ich will es hoffen. Ja, 40, 120. Jetzt brauchen wir noch Kabel, Sprengladung, Hochdruckröhren, Sprengkopf und Servo. Gut, das war hier natürlich nicht zu kriegen, ne, oder? Stahl ist das einzigste. Ne, das ist jetzt nichts. Das heißt, wir gucken weiter. Gibt es hier noch einen Handelsposten? Schäferei, Raumjägerfabrik. Solarkraftwerk, Energieinverterfabrik, Energiegeneratorfabrik. War da sowas bei? Ich glaube nicht, ne, oder? Servo gibt es, glaube ich, nicht da. Sprengkopf, Hochdruckröhre, Sprengladung, Stahl, Kabel. Hm. Gut. Was hätten die denn hier im Angebot? Kann man das hier sehen? Ja. Energiegeneratoren, nee. Das bedeutet, hier ist nichts zu holen. Das ist dann hier erstmal erledigt. Lidis Freibeuter, ausgezeichnet, Verbündete, Rapper. Da sind 2 Handelsposten, das bedeutet, wir fliegen mal dahin, oder? Warte mal, aus der Karte raus, in die Karte rein und dann in das passende Tor. Ich glaube, das da, oder? Keine, ich glaube, er fliegt da jetzt hin, oder? Sieht auf jeden Fall schon mal so aus. Ja, er fliegt da hin, das ist schon mal gut. Dann sind wir gleich da. Private Notiz aufgedeckt von Kapitän Ety. Okay, wo ist denn der Kapitän Ety? Der jetzt hier drin sitzt, ist es doch nicht, oder? Okay. Egal erstmal. Schauen wir mal, dass wir da hinkommen. Ist nur ein Asteroid im Weg, ne? Komm, machen wir selber. Geht schneller, weil der immer bremst und so und stärkt. Oh, jetzt. Gesundheit, danke. Musste ich niesen. Aha. So, jetzt mal da rein in das Tor, damit wir weiterkommen, ne? So. Sprung in den nächsten Sektor, um da dann die Handelsposten abzuklappern. Da waren 2 an der Zahl, meine ich, ne? Schauen wir mal. Da ist schon der erste. Gucken wir mal rein, was die haben. Güter handeln. Sprengköpfe, ich glaube. Sprengköpfe waren die da gefragt. Oh, da müssen wir eine Speziallizenz haben, wa? P. Ne, da müssen wir erst hier wieder raus. P. Ne, Sprengköpfe, da. 31 Stück. Das bedeutet 93, aber dafür müssten wir, weil dieses Gelbe war, müssen wir wahrscheinlich da erst eine Lizenz für besondere Güter kaufen. Ich schätze mal, das ist diese. Ah, ich muss an der Station gedockt sein. Ist auch nicht schlimm, wir wollen das ja kaufen, das heißt, macht Sinn zu docken, ne? Zum Laden. Eine Lizenz könnte man doch digital heute kriegen, Mann, ey. Und da sind wir in der Zukunft, weil wir durch die Gegend fliegen. Komisch. So, mal gucken, wo die Docks aufpoppen. Ich schätze mal da, oder? Kommt noch nichts. Kein Dockingport. Station, doch, da.
Traktorstahl bemühen. Passt. Lizenz für Gefahrgüter. Kaufen wir. Ich hoffe, das geht jetzt dann. So, hier. Und dann Güter handeln. Und dann... Gefährlich. Dieser Fahrer ist möglicherweise gefährlich. Du könntest Ärger bekommen, wenn jemand eine Fracht rentiert und deinen Transportlizenz dafür hast. Handelsgüter werden in deine Frachtraum aufbewahrt und können für Profit... Ja, gut. Aber... Wir brauchten 31, das heißt, wir brauchen 93. So. Lass uns gerade nochmal reingucken, dass das passt. 93, 31 passt. Sprengkopf 93. So, Sprengladung, Hochdruckröhren, Kabel, Sprengkopf und Servos. Lass uns nochmal reingucken. Silber, Sauerstoff, Mais, Lösel, Laserkompresse, Kohle, Quasionskern, Fluor, Essen, Energiezellen. Ich glaube, da gibt es nichts mehr, was wir davon brauchen. Zweiter Handelsposten. Das war jetzt hier der blaue. Handelsposten, Reparaturdock, Ressourcendepot. Da ist der nächste Handelsposten. Der musste da oben sein. Dann fliegen wir dem entgegen und hoffen, aber wir können auch nicht reingucken, ob es da was gibt, was wir brauchen. Ne? Chemikalien, Chlor, Diamanten, Drohnen, Düngemittel, Fluor, Früchte, Giftmetallplatten, Neon, Platin, Rohöl, Weizen. Ich glaube, da brauchen wir gar nicht hinfliegen, weil da ist nicht das, was wir brauchen. Karte. Schrottplatz. Handelsposten. Gut. Ja, komm, dann machen wir das jetzt hier mit dem Dingens. Im Sprungantrieb geht, glaube ich, schneller, wie jetzt zu irgendeinem Tor fliegen. Gut. Sprungroute berechnet. Ich hoffe, der andere sammelt noch ein. Habe jetzt keine Nachricht gelesen, aber ich habe auch nicht so geachtet. Vielleicht habt ihr es gesehen. Wäre ein bisschen ärgerlich. Da hinten ist der Handelsposten. Gucken wir gleich rein. Güter handeln, Bier, Gewürze, Helium, Klebstoff, Kristalle, Lösemittel, Rohöl, Stickstoff, Wasser, Wasser, Weizen, Weizenöl. Nö. Der bringt uns auch nicht weiter. Hier war nur der Handelsposten. Da ist noch ein Handelsposten, also gleich in den nächsten Sektor. Damit wir da die Chance haben, durch den Stein in den nächsten Sektor zu kommen. Gucken mal, Computerkomponenten, keine Ahnung, aber das wird ja jetzt nicht das sein, was wir brauchen, oder doch? Weiß ich nicht, müssen wir gucken. Sektor, was haben die denn? Drucken wir doch mal auf. Güter handeln, Bildschirme, Prozessoren, Zielerfassungskarten, nee, das ist es nicht. Jetzt müssen wir dann den Handelsposten aufrufen. Güter handeln und Aluminium, Chlor, Energiezellen, Fluor, Fusionskerne, Giftmüll, Carbon, Körperpanzerung, Pilz, Reis, Solarpanels, Stoff, Wasser, Wasserstoff. Nee, ich glaube, das ist auch nicht das, was wir brauchen. Karte. Da ist auch ein Handelsposten, also zack, in den nächsten rein. Auf geht's. Schauen wir mal, dass wir da vielleicht fündig werden. Nächsten Handelsposten anfliegen. Und der ist da oben zu finden. F. Güter handeln. Biogas, Chemie, Chlor, Energieanwärter, Fleisch, Fluor, Kristalle, Pilz, Stahl. Ja, haben wir nicht. Ich glaube, wir machen das anders. Der Auftrag ist... Servo oder Hochdruckröhre, Sprengladung oder Kabel. Jetzt gehen wir hier rein, dann gucken wir hier nach Kabel. Haben wir dann nur noch gemerkt, Thomas. Gibt es hier Kabel? Da oben werden Kabel produziert. Kabelhersteller. Hier in der Nähe aber nicht. Vielleicht dann doch weiter.
Waffenfabrik, Zulieferer, Stahl, Schiffswerft, Reparatur, Militär, Reisezentrum, Waffenfabrik, Ressourcendepot, Ausrüstungsdock. Da fliegen wir, egal warum, erstmal hin. Ja, Kabel hatten wir schon, ne? Gehen wir von der Karte, gehen wir hier nochmal rein. Sprengladung können wir dann nochmal gucken, ob wir sowas haben. Wo ist unser Ziel zum Sprengen? Ah, da. Dann springen wir da darüber, weil da waren doch einige lukrative Sachen, die wir vielleicht gebrauchen könnten. So. Können wir mal bei der Militärstation reingucken. Die haben vielleicht Sprengladung, oder? Da sind sie. Ah, die wollen nur kaufen, Station verkaufen. Nee, das wollen wir dann nicht machen. An Station verkaufen ist nicht. Das heißt, wir gucken weiter. Ausrüstungsdock wollten wir uns angucken. Was gibt's denn da für schicke Sachen? Eisen, Titan, nix. Hightech-Handels-Subsystem, aufdeckende RB-Hyperraumverstärker. Da ist jetzt nichts Bringermäßiges bei. Schiffswerft, Waffenfabrik, Zulieferer. Was hat der Zulieferer? Hochdruckröhren, waren das die, die wir brauchen? Hat er 32. Aber Servos sind hier auf jeden Fall. Das heißt, wir fliegen zu dem. Da müssen wir hin. Wie, das ist der Handelsposten? Nee, Handelsposten haben wir doch nicht ausgewählt, oder doch? Nee, Waffenzulieferer war das. Ach, ist er. Da ist auch so ein Sack dran. Okay, ist nichts anderes wie ein Handelsposten, das Symbol. Gut, die Servos können wir da einkaufen und dann können wir weitersehen, was wir noch brauchen. Aber ich würde sagen, wir machen erst einen Cut. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.